Jahr Schützenkönig geworden bin, im Jubiläumsjahr. Und ich hoffe, wünsche mir damit zusammen ein schönes, tolles Jubiläum dieses Jahr auch verbringen können. Wir werden nächstes Jahr wieder auf dem Markt stehen und sagen, das war super. Als Königin habe ich mir gedacht, naja, Andreas ist ein super Oberst, der macht eh schon viel für den Verein. Und dann nehme ich einfach seine Frau, Silke, zu meiner Königin, dann bleibt es in der Familie und dann habe ich einfach die volle Unterstützung. Und jetzt ist es. Für sein Regentschaftsjahr als Königin, was sagst du? So ein bisschen was habe ich